Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von RimWorld. In der letzten Folge, wie man hier noch schön sieht, haben wir einen unserer Kolonisten leider ans Jenseits verloren. Und Yoko haben wir leider an die Drogen verloren. Leider. Ich meine, wir sind jetzt in der Folge Nummer 12 und unsere Kolonie läuft ehrlich gesagt nicht so, wie sie eigentlich laufen sollte. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein, versuchen den ganzen Schmarrn hier mal ein bisschen die ganze Kolonie wieder ein bisschen in Schuss zu bringen. Dazu schauen wir mal. Also, JP. Wir machen jetzt hier überall mal auf Transport auf nur 2. Ich möchte nämlich, dass die jetzt vielleicht mal anfangen, hier ein bisschen sauber zu machen. Okay. Seines Toten. Ah, okay. Ah, gut. Ich mache hier hinten die Türe mal zu und hier mache ich auch zu und da mache ich auch zu. Vielleicht fangen die jetzt endlich mal an, hier alles sauber zu machen, was ich natürlich bezweifle irgendwo. Ich meine, JP ist jetzt erstmal damit beschäftigt, zu kochen und zu essen und zu kochen. Aber wie gesagt, die Bude muss irgendwann mal auch wieder sauber werden. Das schaut schon ziemlich krass aus. Yoko, wie schaut's bei dir aus? Du bist eigentlich mehr oder weniger geheilt. Oder du heilst, sagen wir es mal so. Und ihr zwei? Okay, noch ein bisschen Schnittwunden. Der Bruch ist verheilt. Sehr schön. Wird schon. JP? Ah, du schläfst. Okay, dann machen wir das hier mal als Krankenbett weg. Also ich meine, es kann eigentlich kaum schlimmer werden bei uns und dann kommt doch noch was. Alle Pflanzen weg. Yeah. Was bist du? Wildschwein. Gehörst du zu mir? Wildschwein gehört zu mir. Sehr gut. Ach, die können hier noch raus. Lilith, leg du dich mal hin und schlaf. Hier müssen wir noch zuweisen. Yoko und JP. Dankeschön. Und dann halt hoffe ich, dass irgendwann jetzt halt demnächst mal jemand anfängt, hier sauber zu machen. Wie schaut die Temperatur hier aus? Minus 9 Grad noch, das ist schön. Ah, Faye macht sauber. Und was machst du jetzt? Ah ja, sauber. Ah, endlich. So, jetzt weiß ich, geht's wieder bergauf. Wie gesagt, das sollte man halt nicht zu oft machen, sie im Endeffekt innen einzusperren, weil sie halt dann halt einfach einen Häuslewagen kriegen. Und das ist halt auch nicht von Vorteil. Aber es macht halt einfach die Gesamtumgebung schon mal weiter schöner. Dann werden hoffentlich die einzelnen Zimmer noch geräumt, sauber gemacht. Fertig.
Joko. Reinigen Dreck. Drum, drum, drum. Man, hier schaut es aus wie im Schlachterhaus. Von wegen Krankenhaus. Schlachthaus. Ah. Seid jetzt endlich fertig. Gut. Verbieten, 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 aufheben. Sehr gut. Dann sollten die jetzt halt auch endlich mal wieder in der Lage sein, die restlichen Sachen zu bauen. Ich meine, irgendjemand muss die Leute hier noch begraben. Ja. Moment, Moment, Moment. So, einblenden. Ich werde hier jetzt noch eine Struktur hinbauen. Hier ist wieder das Problem. Wenn man uns hier mal die Dächer anschaut. Hier fehlt Dach. Ne? Weil die Größe von dem Gebäude ist im Endeffekt zu groß. Es kann ja nur 7 Blöcke von, oder beziehungsweise 6 Blöcke von der Wand entfernt ein Dach sein. Dementsprechend bleibt die Mitte hier frei. An sich ist es kein Problem, aber einfach das Zeug, das wo hier liegt, das verrottet. Ich meine, dieses 3 Penoxycillin, wo wir hier liegen haben, bringt im Endeffekt nur, dass wir, dass es halt verrottet. Und ich meine, es war jetzt halt nicht unbedingt gerade billig. Das andere Problem ist, wenn, das ist übrigens kein Bug, erkläre ich euch gleich, was da los ist, weil hier ist eigentlich kein Strom da. Das einzige, oder das Problem ist halt, dass halt dieses Neutramin relativ teuer ist. Und warum? Sehr hässliche Umgebung, Kolonist nicht begraben. Ja, dann begrabt den halt irgendjemand. JP, komm. Rufus, begrabe Rufus. Ich weiß, das packst du nicht, aber mein Gott. Ja. Waffenhändler. Tim, tim, tim. Ah ja, sehr gut. Wir haben noch ein Bauteil. Die haben natürlich auch wieder keine Bauteile dabei. Ja. Okay, was haben wir denn hier? Übel, schäbig, schlecht. Annehmen. So, JP. Ausziehen. Ausziehen. Und handeln. So. Also alles, was mit einem T markiert ist, werde ich jetzt auch noch verkaufen können. Sollen sie einfach mitnehmen. Annehmen. Sehr gut. Genau. Und normalerweise sollte jetzt halt hier eigentlich das Dach dann noch gebaut werden, weil der Posten steht ja schon. Kann aber auch sein. Ups. Kann aber auch sein, dass wir erst das Gebäude im Allgemeinen wieder herrichten müssen. Das sollten wir dann schon langsam mal tun. Grabe. Und JP. Oh. Grabe. So, auf jeden Fall haben wir jetzt halt hier mal ein Sturmgewehr, auch wenn es von übler Qualität ist. Lille. Ausrüsten. JP, du hast das. Joko, was kannst du? Okay, Nahkämpfer. Überlebensgewehr. Joko,
Soll ich dir Drogen, Mensch? Das hier anvertrauen, ja. Genau. Also, dieser Tisch hier, er funktioniert auch, wenn kein Strom da ist, also die Nähmaschine. Aber nur, ich glaube, 20% der normalen Herstellungsgeschwindigkeit. Gut. Also, Joko, was kannst du? Bettruhe, Schalten, Feldarbeit, Bergbau. Feldarbeit 14 hast du schon, okay. Und reinigen. Gut. So, wie geht's mit deinem Training voran? Naja, wir haben keinen, der wo dich trainieren kann, gell? Bedauerlicherweise. Ah, hier herin ist wieder sauber. Sehr schön. JP. Nein, hier. JP. Transport. Und reinigen. Gut. So, das sollte dann auch erledigt sein. Training. Ja, dich trainiert auch keiner. Haben wir wirklich keine? Ach, der Rufus war ja derjenige, der mit den Hunden unterwegs war. Wir haben die Lilith zwar, aber ich meine, da wenn wir keinen hätten, der wo die Hunde trainiert, dann wäre es das gleiche. Naja. JP. Priorisiere Tragepistole. Gut. Dann machst du das schon mal wieder. Gut, dann schauen wir uns jetzt halt mal die ganzen Bedürfnisse an. Sehr hungrig. Wie wär's, wenn du dann halt einfach mal was isst? Neidisch. Ja. Neidisch war auch klar. Ist die Skulptur jetzt schon fertig? Immer noch nicht. Die ist natürlich schäbig. Aber immer noch besser als gar keine. So. Gut. Wird schon. Was erforschen wir eigentlich gerade? Ach ja, Medizinherstellung. Medizinherstellung ist an sich relativ wichtig. Wir haben ja nur diese Kräutermedizin und die ist ja bei weitem nicht so effektiv wie die normale Medizin. Und man kann halt jetzt mittlerweile aus Kräutermedizin, Neutramin und Verbänden, kann man normale Medizin herstellen, die halt weitaus effektiver ist. Die Glitzerweltmedizin, also diese spezial super über hyper super duper was weiß ich was Medizin, die kann man nicht herstellen, also nicht, dass ich wüsste, die kann man nur kaufen. Aber die habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass in dieser Serie noch sehr viel passieren kann, das wo ich bis jetzt noch nicht wirklich sehen kann. Gut. Die Skulptur ist gut. Dann kommt die schon mal hier hin. Ah ja, sehr schön. Ohne Tisch gegessen. Ich meine, sie muss doch einfach nur hier rüber gehen und hier essen. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Nein, tut sie nicht. Jawohl, mal schnell wieder ein bisschen. Jajo hinterzogen. So, 5 Stück sollten immer auf Lager sein. Gut. Beschränkungen. Nein, das passt hier alles. Joko. Kleine Sneef-Nase. Ich will keinen Junkie in meiner Kolonie haben. Auf jeden Fall ist die Stimmung super. Ich meine,
was genau das die Schädigung sein kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vergiftung. Kotzt mir jetzt wieder die ganze Bude voll. Gut. Also, was brauchen wir denn noch? Ich würde sagen, wir schleppen uns hier jetzt mal wieder ein paar von diesen Steinchen an. So. Bam, bam, bam. Ah, unser Hund hat schon mal wieder ein bisschen gejagt. Was kommt als nächstes? Mechanik, dann können wir Waffen herstellen. Und Mechanoiden auseinandernehmen. Das sind im Endeffekt einfach die mechanischen, Lebewesen. Röhrenfernseher ist natürlich noch eine Möglichkeit. Krankenbetten sind eine Möglichkeit. Transportkapseln sind eine sehr gute Möglichkeit. Ich denke, wir werden die Raffinerie und dann die Transportkapseln erforschen. Die Raffinerie brauchen wir im Endeffekt dazu, dass, Wildschwein 1, Wildschwein 2. Sehr gut. Die Raffinerien brauchen wir im Endeffekt dazu, um Treibstoff für die Transportkapseln herzustellen. Wir haben hier ein gutes T-Shirt. So, was hast jetzt du momentan an? Okay, wir müssen immer noch eine Hose herstellen. Ich sehe jetzt halt hier auch keine. Aufgabe? Nee, eine Jacke. Nee, eine Hose. Und eventuell noch eine Mütze. Nee, ein Cowboyhut. Gut. Fünfmal. Passt noch. Sehr schön. Es wird transportiert. So. Machst du jetzt halt endlich mal das bessere Essen? Nein, du bist jetzt halt. Moin. JP. Ach ja. Schön. Was haben wir denn hier? Eine deiner Maschinen herd elektrisch. War klar, was sonst? Ich meine, den brauchen wir. Wir haben wahrscheinlich keine... Doch, wir haben noch ein Bauteil. Mit was wird das repariert? Defekt. Kann man das hier nachschauen? Nein, nicht wirklich. Handwerker. Nein. Ach ja. Sehr gut. Wir brauchen auf jeden Fall Bauteile. Und zwar bald. Ach ja, hier ist noch komprimierter Stahl. Wo kommt denn der komprimierte Stahl jetzt auf einmal her? Ich meine, in der vorletzten Folge habe ich Stahl ohne Ende gesucht und habe keinen gefunden. Und jetzt halt... Noch ein Wildschwein. Sehr gut. Für die brauchen wir jetzt dann im Allgemeinen mal bessere Schlafplätze. Möbel. So, 2, 4, 5. So, 15 Stück. Das sollte fürs erste Mal reichen. So. Jetzt schaut die ganze Sache doch schon wieder weitaus besser aus. Es ist nichts wirklich Kritisches passiert. Unsere Felder hier sind wieder bepflanzt.
Hier müssen wir das noch ein bisschen abändern. Da würde ich gerne, eigentlich gerne mal Erdbeerpflanzen haben oder Hopfen. Nehmen wir mal Erdbeerpflanzen. Die sollen auch sehr gut zum Zähmen von Tieren sein. Dementsprechend glaube ich, ist das eine gute Wahl. So. Wenigstens jetzt wieder alles sauber. Und schön und... Oh mein Gott, wir haben eindeutig zu viele Pflanzen anpflanzt. Okay. Ich werde jetzt erstmal nichts mehr erforschen. Ich will nämlich, dass die Lilith mal ein bisschen hier Sachen baut. Wie viel Kohle haben wir? Oh, wir haben sogar relativ viel Geld. mit dieser Funkanlage werden wir uns demnächst jetzt auch mal beschäftigen. Okay. Mit denen kann man eben die verschiedenen, die verschiedenen anderen Fraktionen kontaktieren. Und zum Beispiel kann man ihnen Geschenke anbieten. Sagt, ihr kriegt 300 selber, dafür bekommen wir halt im Endeffekt Ruf. Und je höher man im Ruf ist, kann man zum Beispiel Verstärkung anfordern, wenn man angegriffen wird. Oder man kann eine Handelskarawane anfordern. Das kostet uns zwar 600 selber, aber theoretisch, wenn man sich zum Beispiel einen Großhändler holt oder für exotische Waren und man hat relativ viele Skulpturen, dann kommt man da auf jeden Fall plusmäßig raus. So, die Verbindung mal getrennt. Zumindest, wenn man es einigermaßen anständig anstellt. Ist halt immer vom Vorteil, wenn man zum Beispiel Baumaterialien oder so braucht. Da muss man sich halt einen Großhändler kommen lassen und dann kann man diese Baumaterialien eben bei dem kaufen. Also das ist natürlich schon mal vom Vorteil. So. Gut. So, JP, du bist hier noch beschäftigt. Warum du aber kein... Okay, also Fleisch ist eigentlich... erlaubt. Insektenfleisch kannst du auch hernehmen. Fleisch ist erlaubt. Vegetarisch ist auch erlaubt. Also ich meine, du hast eigentlich alles, um das herzustellen, aber du tust es nicht. Das verstehe ich nicht. So. Naja, JP, dann mach du das dabei mal hier ein bisschen. Die Lilith sollte jetzt halt anfangen, hier die Skulpturen zu bauen. Dann wird das jetzt schon langsam mal. Gut, das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Freue ich mich immer sehr drüber. Und wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, bleibt noch kurz dran. Im rechten oberen Eck könnt ihr meinen Kanal ganz einfach abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns zu einer der nächsten Folgen. Bis dahin, mein Name ist Erakon. Ciao.